Europa ist endlich wieder zu Gast in Fellbad. Rund 30 Jugendliche und einige Lehrer aus England, Polen und Italien waren gekommen, um hier gemeinsam die Europawoche miteinander zu verbringen. Ein wichtiges Signal für Fellbad und die Partnerstädte in Europa, nachdem das Corona-bedingt 2 Jahre lang nicht möglich war. Also man merkt, dass wir hier uns in Fellbad wirklich bewegen, was dafür tun, Menschen hier aufzunehmen, aber vor allem auch Kontakte eben in andere Städte zu knüpfen. Deswegen sind wir auch ganz glücklich, dass Jugendliche aus 4 Städten den Weg nach Fellbad gefunden haben im Rahmen der Städtepartnerschaft, weil das ganz anders ist, wenn man gemeinsam irgendwie abends zusammensitzt oder auch was unternimmt. Dabei wurde den Gästen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zum Auftakt lernten die Jugendlichen das neue Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum kennen. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Dirk Lukrawka gab es eine Führung durch die Ausstellung, ehe man den Tag beim gemeinsamen Abendessen in Ruhe ausklingen ließ. Denn für alle Beteiligten stand in diesen Tagen mehr denn je der Austausch unter dem Motto Talking about Europe im Vordergrund. So auch beim Europa Poetry Slam in der Stadtbücherei Fellbad. Die Spannung war mit Händen zu greifen. Dann unterbrach ein Saaldiener die Stille. Meine Damen und Herren! Erheben Sie sich bitte für Europa. Über eine tolle Kulisse durften sich die Jugendlichen auch beim Europafest freuen. Live-Musik auf der Bühne, das Street-Food-Festival am Offers, der Auftakt zum Stadtradeln und zahlreiche Stände und Aktivitäten. Das ließ sich auch NRW-Europaminister Stefan Holthoff-Fördner nicht entgehen. Tauschte sich mit den Jugendlichen aus und stand später für Erinnerungsfotos parat. Weil sie Europa nur in Face-to-Face erleben. Sie müssen mit den Menschen reden. Sie müssen zuhören, welche Probleme es sind, wo Hilfe kommen kann, wo Enttäuschungen sind. Nur in Kreisen zu diskutieren, die das theoretisch machen, ist ohne jede Wurzel. Es ist local, very local, wenn ich das so doof sagen darf. Europa ist wirklich Gesicht zu Gesicht. Dass das nach 2 Jahren voller Pandemiepausen überhaupt wieder möglich war, ist aus Sicht des Bürgermeisters ein gutes Zeichen. Es überwiegt auf jeden Fall die Freude darüber, dass wir uns wieder sehen können, dass man Freunde trifft, Bekannte trifft, Menschen trifft, die man seit langer Zeit nicht gesehen hat. Und eben auch für die Kinder und Jugendlichen, das sieht man gerade, es ist wirklich toll, wieder rauszugehen, was zu erleben. Also das ist schon, das hat uns gefehlt. Zu erleben gab es beim Europafest eine Menge, nicht nur für die internationalen Gäste. Ob jung oder alt, hier kam jeder voll auf seine Kosten.